praktisch jede Sportart, die ich mache, hat irgendwie ein gewisses Risiko. Aber momentan ist alles sehr, sehr gut ausgegangen. Und ich habe bis jetzt immer sehr, sehr viel Glück gehabt bei solchen Sachen. Mein Name ist Sey Egler, ich komme aus Luzern, bin 17 Jahre alt und betreibe Outdoor- und Actionfotografie und mache eine Lehre als Fotofachmann. Meine Ausbildung ist in drei Sachen unterteilt, kann man sagen. Das eine davon ist Fotografieren, das andere davon ist im Labor Sachen ausdrucken und bearbeiten und noch Film entwickeln zum Beispiel und noch im Verkauf. Mein Leben hat sich recht verändert, als ich mit Fotografieren angefangen habe. Ich bin vor dem Fotografieren habe ich durchgehend gegamed. Und von einem auf den anderen Tag habe ich angefangen zu fotografieren. Nein, zuerst Filme eigentlich, eher. Weil ich eben inspiriert wurde von gewissen Videos von Red Bull, von GoPro, so Action-Videos von Extremsportlern. Und dann habe ich das weiterentwickelt so in Fotografie, habe mich selber so autodidaktisch Sachen beigebracht. Und durch das habe ich extrem viele Leute kennengelernt. Ich habe allgemein sehr viel gelernt, in praktisch jedem Bereich. Und bin viel offener auf alles zugegangen und habe dann extrem viele neue Möglichkeiten bekommen. Ich bin sehr oft in der Schweiz unterwegs, beziehungsweise in Schweiz und angrenzende Länder. Also am Anfang entweder suche ich eine Location oder ich suche einen Kollegen oder ein paar Kollegen, die mitkommen. Und dann schlussendlich packe ich meine Sachen packen und es geht eigentlich schon recht schnell los. Ich bin auch oft hyperaktiv genannt worden, das definitiv. Weil ich halt immer viel gemacht habe und auch viel Scheiß gemacht habe. Mich selber als Influencer bezeichnen würde ich mich nicht unbedingt nennen. Also vor allem, weil auch viele Leute falsche Worte unter Influencer verstehen. Aber rein theoretisch mache ich natürlich schon gewisse Sachen, die ein Influencer auch macht. Aber ich würde mich lieber als Content Creator bezeichnen, weil dann kann man so ein bisschen die Fotografie, die Videografie, allgemeine Content Creation und natürlich auch das Influencer Marketing drinnen. Die Abonnentenzahl an sich interessiert mich nicht. Und ich, wenn ich jetzt jemand mich fragen muss, wie viele Follower ich genau habe, ich habe keine Ahnung. Wenn mich das interessiert, dann bin ich nur das Feedback der Leute und vor allem einfach das zu machen, was ich möchte machen. Weil für mich ist es eigentlich noch spannend, den Leuten zu zeigen, dass ich gerade heute dort war. Und so hat es ausgesehen. Und dann kann ich es gerade aufladen, kurze Story dazu schreiben. Vom Fotografieren zum effektiven Post geht sehr, sehr schnell. Rein vom Post auf Instagram bekommt man kein Geld über, sondern einfach, wenn man im Auftrag zum Beispiel Bilder auflädt und dann einfach als Gegenleistung Geld überkommt. Und das kann für Tourismusorganisationen sein oder für ein Produkt zu bewerben. Nach einer Zeit habe ich natürlich auch gewisse Material bekommen. Also ich habe von meinen Sponsoren Kameras bekommen, zum Beispiel Olympus oder Kleider von Mammut oder das Velo von Trek. Und dass ich einfach die Möglichkeit habe, die Sachen zu brauchen, die ich sonst müsste kaufen. Dafür ihnen eine Gegenleistung bringen von Bildern, Instagram-Werbung, Videos und noch viele weitere Sachen. Meine Eltern sind sicher anfangs sehr, haben es natürlich nicht können gehabt, dass ich plötzlich aus dem Nichts mit unbekannten Leuten irgendwie in die Berge gehe, dass ich sehr gefährliche Sportarten davon machen habe und das natürlich dann auch fotografiert und gefilmt habe. Und es war sicher ein bisschen speziell für sie gewesen. Vor allem auch, wenn ich wieder so mit Bildern zurückkomme, wie ich im Gletscher innen bin, wie ich an der Kletterwand, in der Wand am Klettern bin oder wenn ich natürlich wieder mit Verletzungen heimkomme.
Oder, gerade wie es vor kurzem war, als ich aufs Matterhorn gegangen bin. Also ich kann es von meiner Mutter sagen, sie hat glaub, zwei Nächte nicht geschlafen gehabt. Nicht können glauben, dass ich jetzt aus dem Nichts raus will, eigentlich aufs Matterhorn gehen, ohne eine gute Vorbereitung. Aber dann hatte ich die Idee gehabt und habe sie gemacht. Und die Bestieg ist wirklich etwas vom... Es war wirklich das Krasseste, was ich je gemacht habe. In Zukunft plane ich sicher, ich plane natürlich nicht viel, aber ich werde natürlich viel machen. In der Unternehmensseite, ich möchte sicher eine eigene Firma aufbauen. Unter Umständen nicht unbedingt nur in der Fotografie, sondern auch in verschiedenen Sachen. Und die andere Sache ist einfach wirklich, was die sportliche Basis anbelangt. Ich möchte eigentlich praktisch in jedem Sport besser werden, was Freeride anbelangt und was Bike natürlich anbelangt. Und vor allem, ich habe also ganz viele Berge im Kopf und ich möchte einfach besteigen. Und das gehört sicher auch dann, zu meinen Zielen dazu. Also ich würde sicher, dass auch Fotografie, auch wenn ich dann Kenntnis aus dem Netz nicht würde bekommen. Ich weiss nicht, wie es wirklich würde sein, wenn zum Beispiel Instagram oder andere Plattformen nicht rum wären.